Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sikari, heute am 2. März um 22.15 Uhr. Wir haben in der letzten Folge Merwin penetriert und sind jetzt hier in so einem Level, wo wir durch Portale gehen können und dann irgendwie spontan in der Hölle landen können. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es bei mir ein bisschen länger dauert, aber so kann man sich tatsächlich täuschen. Von daher, ja, das ist auch nicht die freundlichste Hölle, würde ich mal sagen. Also das geht schon in Richtung... Ja, Softcore, wenn man das denn so sagen mag. Wobei Softcore klingt ja... Also wenn man von Gore spricht, redet man ja von Blut, ne? Das kann man nicht so sagen, aber... Ja, ich würde sagen, also wenn das unter dem Weihnachtsbaum bei jemandem landen würde... Ja, wobei, ja, nee, guck. Das ist ja... Ich muss sagen, ich hatte die Flämmchen ein bisschen gruseliger in Erinnerung. Ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage her. Ich dachte, das wäre eine richtig krasse Totenköpfe gewesen. Ach, natürlich kann ich da nicht stehen. Ich habe schon wieder vergessen, dass mich alles... Dass mich jeder zweite Schritt in diesem Spiel hier penetriert. Hatte ich ja Glück gehabt. Ich dachte, das wäre noch... Würde noch zählen, weil... Ja, die Explosion ja noch visuell krass dargestellt war. Ich weiß gar nicht, wie wir das mit den Safe-Sets gehandhabt haben. Ob der gefährlich war, ich mache hier einfach mal ein. Oh, ich glaube, so weit waren wir bis jetzt gar nicht. Oder wir sind da doch beim letzten Mal nicht rausgekommen. Alles klar, gut, schauen wir mal. Ich weiß nicht... Was heißt, habe ich da jetzt was übersehen? Da war doch beim letzten Mal eine Leiche, die da rumhing, oder? Wahrscheinlich habe ich die jetzt nicht mitbekommen, weil ich ein sehr, sehr talentierter Springer heute bin. Talentierter Springer klingt so, als wäre ich auf der Arbeit meiner Mutter, wo ein Springer ja quasi jemand, das wird wahrscheinlich auch in anderen Betrieben so sein, wo ein Springer einfach mal jemand ist, der verschiedene Jobs gleichzeitig macht. Na gut, theoretisch ist ja... Ach, nee. Ja, ja, komm, da war kein Checkpoint, oder? Theoretisch ist ja jeder Schüler Springer in Deutschland. Springer in den Fächern. Weil die Deutschen ja alles minimal können und nichts perfekt, von daher. Aber nicht jeder Deutscher, nicht jeder Schüler ist so ein guter Jump-and-Run-Spieler wie ich. Von daher... Bin ich euch wohl mal wieder einen Schritt voraus? Ja, guck, hier gab es keinen verfickten. Ah, doch, hier, okay, sorry, mein Fehler. Dann mache ich hier nochmal ein. Ja, also, ja, das heißt, ich habe es ja schon legitim geschafft. Also, soweit sind wir ja, glaube ich, gekommen. Oh, 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 gerade noch so. Gerade noch so. Aber dann nehme ich schon wieder viel zu viel Schaden. Alter, was ist das? Was für Sprungparaden hier? Und was? Ach, danke, Controller. Ist natürlich auch, ja, das zählt jetzt nicht. Ist natürlich auch sehr gut, wenn man einfach parallel angegriffen wird. Es gibt ja diese Spiele, ich glaube, das war auf den meisten PlayStation, in den meisten PlayStation-Spielen so, dass wenn sich da der Controller abgemeldet hat oder so, dass das Spiel dir dann einfach den Hinweis gegeben hat, yo, kein Controller in Steckplatz 1. Und dann hat das Spiel einfach pausiert, fertig aus, ja. Da war nichts von wegen, yo, wir laufen jetzt mal hysterisch gegen die Wand und hoffen, dass wir gerettet werden. Ach nee, warte mal. Das kommt mir tatsächlich schon bekannt vor. Ja, ja, doch. Ich glaube, das war die Stelle, wo ich... Genau hier bin ich abgekackt. Okay, okay, okay. Ja, genau. Aber das ist ja auch... Guck mal, wie... Das ohne Safe State kannst mich mal... Warte. Ich kann da rüberlaufen. Ja, aber wie mache ich den Sprung? So. Holy shit, ey. Ja, das ist halt echt Absturz. Da muss man wirklich mal nochmal so ein bisschen... nachhelfen, okay. Nach Safe-State-mäßig nachhelfen. Da war das Herz einfach hinter dem ja, Vulkanfall. Übrigens, das mit Edna war lustig, ne? Ja, guck hier war die Leiche. Hatte ich aber auch gruseliger in Erinnerung. Also da hat mir meine Fantasie anscheinend wieder so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wisst ihr noch, als ich über diese Edna-Thematik gesprochen hatte? Ich habe tatsächlich gedacht, dass beides mit E geschrieben wird. Also heißt das ja quasi Edna und Edna, oder? Aber ich weiß gerade gar nicht, das habe ich vergessen nachzugucken, ob man im Englischen auch Edna sagt oder eher Edna oder... Naja, ist ja auch egal. Hui. Ja, das war knapp. Oh, da dachte ich mir, fehlt jetzt der Speed, aber nee, da hatte ich Glück. Ja, ich würde ja gerne nachschauen, da ist doch bestimmt ein... Alter, Leck, da war doch bestimmt ein Herz drin. Ja, guck, Alter, wie viel?
Nee, 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 nee. So, wir lassen jetzt das Spiel einfach natürlich wieder laden. Ja. Ganz klar, um uns zu vergewissern, dass wir den holocaust-trojanischsten Save-State Checkpoint aller Zeiten hatten. Ja, da werde ich dann auch mal wieder nachhelfen. Das ist einfach zu krass. Das ist einfach zu krass. Und ihr habt gesehen, wie viel Mühe ich mir hier gegeben habe. Bin trotzdem verreckt, ja? Weil die Level trotz alledem natürlich immer noch diese überkrasse Länge haben. Dass es einfach nicht geht. Und wahrscheinlich war da unten wirklich da, wo ich erst hingehen wollte, aber mich dann nicht getraut habe. Da war bestimmt dieses Kackherz, ne? Aber gut, der eine oder andere Hit mehr. Ob mir der wirklich was gebracht hätte, das stelle ich jetzt mal so dahin. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach da ein, wo ich eben war. Wahrscheinlich war das wieder kurz vorm Ende. Mal gucken. Ja, lass einfach hier einen machen, so. Ja. Ungefähr so. Und dann gucke ich hier. Ich glaube, das war die Stelle, oder? Da war tatsächlich kein Herz drin. Was ein Scheiß. Und hier bin ich dann gestorben, genau. Okay. Ja, warum geht das Level so lang? Also, Leute. Ja. Ich habe doch einfach das Talent. Ja, erst Sprungtalent und dann das Talent zum, trotz des Sprungtalentes, nicht das Talent besitzen, das Level zu schaffen. Herzlichen Glückwunsch. Okay, Red Fang Jagd, der Rotfang Garten oder so. Also Fang im Sinne von Klaue, Rotklauengarten, sieht aus wie eine Kackbaustelle. Wie wäre es mit dem Baustellengarten? Ja, wenn man als Bauarbeiter auch einfach so krass reingeschissen hat, dass der Bauplatz aussieht wie so ein Irrgarten. Ja, wolltest du einfach hier die Twin Towers neu bauen, die USA absichtlich weggebombt haben, damit sie Araberland überfallen konnten? Und dann machst du einfach einen Irrgarten draus. Ach, jetzt fällt mir wieder ein, dass ich ja. Ach, ich habe das bei Peach immer noch nicht mit dem Sonic-Ding, sie mit dem Mega Man erzählt, ne? Fällt mir gerade so ein, wo ich doch hier die Donkey Kong-Musik im Hintergrund höre. Es müsste Donkey Kong 1 gewesen sein. Ja, Fabrik-Level und so. Ja. Industrie, Hochhaus. Wo ist der Unterschied? Und vor allem, hä, ich bin so verwundert. Ich kann mich da nicht festhalten, ne? Das ist nur Hintergrund. Okay. Ja, wie machen wir das denn, hä? Wo hätte ich denn da hingehen können? Ganz, ganz komisch. Das ist aber okay, nehme ich an. Ja, ne, Donkey Kong, Gameboy-Spiele, das ist auch was ich schon ewig mal machen wollte. Vielleicht schaffen wir ja das auch irgendwann. Und ob wir dieses Level schaffen werden, ja, wir erfahren wir in der nächsten Folge, denn in dieser ganz bestimmt nicht. Also wir haben unsere Arbeit geht. Ach so, Hochsprung, klar. Habe ich schon wieder vergessen, was heißt Hochsprung, Wandsprung. Ach, da war eine Bombe? Hä, warte mal. Weil ich weiß gerade nicht, was da hundertprozentig passiert ist. Ich werde es da wohl im Schnitt sehen. Und du kannst mich mal am Arsch lecken. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ihr leckt mich mal alle am Arsch. Oder zumindest machen die das hier mit Sikari. Genau, wir stellen uns alle an und lecken Sikari mal den Arsch sauber und hoffen einfach mal, dass wir die ganze Scheiße rauskriegen und dann vielleicht auch mal wieder Level dann kriegen können, die man nicht alleine mit Save States lösen kann. Ja. Knackige, kleine Level. Entweder lang und wenig Gegner oder viele Gegner und kurz. Das wären, sage ich mal, so meine Alternativen. Ja, frag nicht die AfD, das ist hier meine wirkliche Alternative. Aber nicht die Alternative für Deutschland, sondern die Alternative für Sikari. Also wie heißt denn die Abkürzung? AFS, Alternative für Sikari dann wahrscheinlich, ne? Ja, also Leute, wählt nicht die AfD, sondern die AFS. Und dann schauen wir mal, ob wir das beim nächsten Mal hinkriegen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.